Dach, Leute, und dann kommen wir wieder zur nächsten Folge und der nächsten Playlist und der nächsten Saison, die vierte schon. Wer hätte das gedacht, ne? Vor 4 Monaten haben alle angefangen und jetzt, ja, geht's richtig los. Jetzt sind wir in den Playoffs, in den DFB-Pokal haben wir ja gewonnen. Playoffs sind wir jetzt Europa League und das wird ein Kracher, ne? Also wenn wir da echt weiterkommen, dann haben wir noch mal ein bisschen Geld und könnten uns was kaufen. Wir sehen ja, wir wollten eigentlich uns Masan Mausoleer oder im Dorda kaufen und wir sehen, wir haben minus 600.000. Wo haben wir die bloß her? Wir gewinnen den DFB-Pokal, kriegen dafür Umsummen und dann so ein Kack hier. So. Dann wollte ich noch was sagen, es könnte auch mal passieren, dass paar Tagen mal nichts kommt, weil ich, ja, ihr habt es ja schon gesehen auf meinem Kanal, Datenupdate für die nächste Saison 15-16 mitmache. Ich erstelle Spielerbilder und die schottische Liga mache ich auch noch, also als, wie heißt das, transfermäßig. Ne, und da wird es auch ein bisschen Zeitmangel geben, ne, für die Spiele hier. Ist aber nicht so schlimm, wir wollen ja auch mal was Neues sehen, neue Spieler. Und dann kann ich ja eigentlich nur besser werden, ne? Und wer sehen will, wie meine Spielerbilder so sind, das sind selbstgemachte, ne? Wenn man hier so kurz vorbeischaut, ne? Also der Dummste bin ich dabei nicht, ne? Armin selber gemacht, Dreck, Gerdes, Neupert nicht, Hummel aber, ja, da sehen wir, Boll habe ich selber gemacht, also... Ja, wie man sagen, hab's gut beim Tutorial abgeguckt und hab's noch immer so ein kleines bisschen verbessert. So. Wir könnten ja auch mal gucken, was ich hier schon gemacht hatte, weil das hatte ich erst von kurzem vor 20 Minuten oder so. ETV Weiche, natürlich jetzt die ganzen Spieler. Die sind hier natürlich nicht mehr drinne. Ruben Neves, den gibt's nicht. Hier Timon Jürgensen, den gibt's auch nicht. Hier. Len, Eike, Strömer, Hönicke, Lebsee, Hulf, Hasan Begovic, die sind alle dabei hier, also die habe ich alle schon gemacht, also Weiche ist schon mal fertig, Kloppenburg natürlich auch, weil ich sie ja schon für mein Let's Play gemacht hatte, haben die natürlich auch alle Spielerbilder, und ich freue mich irgendwie richtig drauf, ne, dass wir endlich mal richtig loslegen können auf so ein, ja, Datenupdate, ne, mal wo ganz viele Leute sind, über 30 Personen oder so, 28 hat der Ghost Rider XXL, schön Gruß, ne, und wenn ich guck mal im, guckt einfach mal vorbei, der hat auch ein schönes Infovideo gegeben, gezeigt, wie man es macht, dass man nicht die ganze Liga exportiert, sondern nur den Verein immer nacheinander, weil wenn du den ganzen Liga exportieren würdest, die Datenbank ja irgendwie durcheinander bringen, ist so, ne, dann speichert er die Liga, die du alle Ligern hast, die speichert er dann auf dein Datenbank die Erd und dann würde es alles kaputt gehen, dann würde es alles umsonst gewesen sein, das ist der Sinn dahinter. So, dann konzentrieren wir uns mal jetzt wieder aufs Spiel. Julian Bennard hatten wir ja gesagt, ne, Julian Bennard war es nicht, Philipp Suchan. Ja, wir wissen ja, 60er Stärke, Torhüter 75. Da haben wir ja eigentlich gesagt, den leihen wir mal aus. Können wir machen? Machen wir auch. Zuleihe, wir gucken mal. TSV Buchbach. Wir haben doch eigentlich einen Stürmer. Ja, Preu, Steffen Denk und der, genau, dieser Italiener. Chemnitz. Ja, der Nietzschlüssel, den hätte ich auch gerne gehabt. Aha, Sebastian Knösner, ist der Anton Fink, der kann da auch eigentlich Stürmer spielen. Jo, 63, also den werden sie dann auch wieder dahin stellen. Also es sieht aus, wir könnten ja mal im Ausland England so gucken, Liga, okay. Einfach mal so gucken, wo er spielen könnte. Ja, natürlich, ich will auch in Italien in der ersten Liga gerne spielen, aber ne, jeder nicht. Spielpraxis wäre schön. Portugal. Nein. Wir müssen den mal in der zweiten bringen, ne? Das ist ja dieser blöde komische Bug. Ne? Du kannst ja keinen Spieler
ja, irgendwie richtig anbieten, nur weil er in der ersten ist. Ja, verstehe ich nicht. Ist der Sinn. Ist der Sinn des FM. So, Philipp, Spieler anbieten. Mal sehen. Wird jetzt einfacher gehen. Ich glaube, der wird auch was in der vierten Liga genau sehen. Aber ich will einfach mal auf was anderes, ne? Er soll mal die Welt erkunden. Da sehen wir Tottenham Premier League. Gleich mal interessiert. So, wo waren wir gerade? Portugal. Da gibt es ja eigentlich nicht so gute. Liebst Benfica, Sporting und Porto und Sporting Praga. Natürlich nicht vergessen. Wir gucken mal Portugal. Wir haben die komplette Liga. Wir sehen. Mandeira. So, Verein gucken wir mal. Wir könnten den auch eigentlich scouten, den Verein. Ne? Also Portugal, den Paca de Ferreira. Wo sie eigentlich nicht schlecht gespielt haben, dann ist ja der Trainer abgehauen. Der ist ja zu Porto gegangen, war das nicht irgendwie so? Oder zu. Ne, der ist zu Porto gegangen, hat dann verkackt und wurde ausgetauscht. Ne? Irgendwie so war das doch. Da haben die dann die ganzen Spiele, haben sie dann mit Porto mitgenommen, dann mussten sie im Abstieg kämpfen, waren trotzdem noch in der Euroleague. Waren eigentlich nicht schlecht, aber ne, das Geld, das ruft einfach mehr. Also wir scouten einfach mal hier. Die Ligaschirn. Boah, also nicht Liga, sondern die drei Vereine. Gucken wir uns mal ein bisschen an. Ey. So, Schweiz. Vielleicht auch die Schweiz, ne? FC Thun. Thun, Thun. Thues. Kaio. Das ist der von Frankfurt. Ne, ich glaube nicht. Nee, ist er nicht. Sonst ein 50er Stürmer. Da haben sie noch einen starken, einen 28 hier. Ja, dann nicht. Wir gehen einfach mal durch, ne? Einfach mal wichtig für uns. Liga Spanien, Tschechien, Türkei. Hatten wir auch die komplette Liga. Ne, Türkei wäre auch eine schöne Erfahrung. Aber da haben wir nichts gescoutet, das ist das Problem, ne? Ja, das ist denn das Problem. Österreich, genau, da wollte ich auch noch mal gucken. Neustadt, Wiener Neustadt. Die haben eigentlich nicht immer so einen starken Kader. Hier sehen Sie auch, wir sehen Sasa, Popin. Dann den Weiß und Bulgarien. Bulgarien, ne? Bulgarien. Schwieriger Typ. Dann zwei nicht so starke Stürmer. Wieder einen hängenden Stürmer. Ja, wir haben auch Österreich jetzt im Blickfeld. Na, wir gucken einfach mal. Wir gehen mal Scout-Bericht. Nee, nicht nächstes Freundschaftsspiel. Scouting. Mannschaften beobachten. Permanent, ne. So, wir gucken erstmal. Portugal, 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 Portugal. Da ist es. Vereinen. Also. Verein aussehen, erste Mannschaft interessiert uns bloß. Dann genau. Erste Mannschaft BD. Und dann die Kollegen. Ich glaube, da könnte ich was ja werden. Bei den Portugiesen, das wäre auch eine schöne Erfahrung. Können eigentlich auch mal in Schottland gucken. So, Schweiz, nee, da war noch nichts, nee. Türkei. Nein, kommen lassen wir. Türkei nehmen wir doch nicht. Wir nehmen Österreich. Wo ist der Verein? Genau, Wiener Neustadt. Neustadt. Genau, erste Mannschaft. So. Gucken wir mal, was er so findet. Zweite Mannschaft. Wir gucken nochmal nach. Wen hatten wir denn da noch? Zur Laie. Ich hatte doch gerade vor allem ein Land Schottland, genau, Schottland, Schottland, Schottland. Die haben auch nicht so die stärksten Stürmer. Hearts of Midlothian. Team. Roy Donnell. Osman So. Sofyan El Hasanou. Okay, zweite Mannschaft. Gibt's nichts. FC Kilmarnock. Wilhelm Groß, okay.
Ich habe mir den Civitic, oder ist der weg? Ne, da ist er. 50 plus, okay. Da ist nix. Mobile. Nix. Was County. Nicht aufgestellt, ist immer das Problem. 65, Haas haben wir gesehen. Patrick Swivel. FC Dundee. Ist er denn hier? Denn. Aha, kam von Bayern. Der sagt mir überhaupt nichts. Da ist so richtig Kopf leer. Der sagt mir überhaupt nichts. So, gehen wir mal weiter. Dann lassen wir das. Haben wir ja dahin geliehen, ne? Reicht erstmal. So, dann wollten wir ja den. Wo ist er denn? Tim Wernke. Aktion. Ja, es tut uns leid. Dauerhaft in der zweiten. Muss jetzt mal leider sein. Kannst du noch mal reinkommen, wenn vielleicht ein Stürmer verletzt ist, wenn der Julian Bennett doch nicht so überragend ist. Karapulu auf jeden Fall Reserve. Da müssen wir gar nicht lang nachdenken, ne? André Thoben hat fast die Stärke wie Jan Schlögge, also kann er auch in die Reserve. Daniel Olthof Reserve erstmal. Dann haben wir den Mila, dann haben wir den Christian Messerfeld, dann haben wir den Strauß, Jan Schlögel, Schlau, Nuri, genau, haben wir das erstmal. Okay, wir haben eine zweite Mannschaft, Assistent, sieht da schon mal ein bisschen stärker aus. Laurenz Wobereit. Okay, wir brauchen einen Sechser, wäre mal gut. Olthof kann nicht spielen, weil ich Enzmann aufgestellt habe. Er muss aufgestellt werden, ne? War doch irgendwie so. Dann spielst du wieder als linker Mittelfeldspieler. Das kann er ja besser als der Erdal. So, 560 sieht denn schon mal besser aus. So, erste Mannschaft. Wir sehen, wir haben ja kein Geld. Max Meyer können wir ja nicht verkaufen, weil der Vertrag bis 2016 ging bei uns ausgeliehen. Also könnten wir nicht in diesem Jahr verkaufen für 7 oder 8 Mille. Tumala nicht, der ist ausgeliehen. Armin 200.000, Strauß, Julian Eggers, Tim Hofmann, Westerfeld, Milan, Nuri, Julian Bennert, schwache Nerven, was drin, was hat er da eigentlich schon alles drin? Torischer, Kopfball. Schnelligkeit ist nicht seins. Geht dafür aber steil. Okay, das ist der Sinn. Das ist sinnfrei. So, Boll haben wir drinne. Das sieht nicht schlecht aus mit der Mannschaft, ne? Waren das schon wieder 15 Minuten? Ich weiß nicht, Zähne bestimmt erst. Aua, Mücke. Verträge könnten wir auch gucken. Die Saison, was läuft denn alles aus? Tomala, na klar, Neupert. Wollen wir auf jeden Fall verlängern. Gerdes, Tim Pascal Wohlfahrt, auf jeden Fall. Hummel, natürlich mit unserer einer der besten Verteidiger. Wen fahren wir denn erstmal an? Ja, können wir mal gucken, Vertrag verlängern. Möchte auch gerne. Ich fühle mich wohl, meint er. Matthias Hummel macht keinen Deal draus, dass er eine abgeneigt wäre. Okay, wir gucken mal. Du bist auf jeden Fall eine, du bist Stammspieler, du bist in der Regel Spiel. Mittelfrisch wirst du, nein, wir gucken mal. Position am Ende der Karriere. Kann man ihn gerne geben, ne? Gibt man doch gerne so einen Spieler. Nächster Anteil verkauft, nein, da wird nicht mehr so viel. Wenn wir jetzt hier für ihn 10.000 kriegen, naja, dann ist es auch egal, ob er 10% abkriegt. Schnubbe. Zu null Bonus, ist mir zu viel. So, 500 reichen, nicht Abstieg kriegt er dann auch nochmal 300. Aufstiegprämie kann er eigentlich auch noch was kriegen. 100 Abstieg dafür ablösefrei, Option ein Jahr. So, dann gucken wir mal, wie viel runtergehen könnten. Okay, wir gucken mal. 80.000, 85.000 Angebot geben. Bedenkzeiten ist der. Kriegt er. Können wir gleich mal die Jugendmannschaft gucken.
Assistent, da sind wieder nicht so eine überragenden Leute, weil ich es ja nicht so mache, nur wie ein bisschen gescheatet, ne? Ich habe ja die schlechten Spieler raus, die von den Talenten her, und dann wird es halt der Durchschnitt gerechnet, und wenn da nur ein Dreier ist, dann kriegst du natürlich nur ein Dreier und vielleicht ein 3,5. Also so wird der Durchschnitt dann berechnet. Trainingsziel, der Assistent kümmert sich drum, ich weiß gar nicht, warum die das haben, nee, doch nicht. Langfristig erstmal die Wochen Fitness. Weil wie steht der Kalender an eigentlich? Nationalmannschaft, DFB, erster Spieltag. Ach, du Scheiße, VfB Aalen und dann bitte. Können wir das nicht absagen? Match auf jeden Fall verlegen, ja. Ich würde auch gerne gegen Bayern einfach nur absagen. Das brauchen wir ja nicht. Automatisch, ne? Also, ja, sein muss nicht sein. Wir wissen auch so, dass die bei uns zerstören. So, mal Gespräche natürlich. McGay, herzlich willkommen. Wo ist er denn? Nee. Da, der Stefan, achso, können wir nicht sagen, weil er ein Jahr ausgeliehen war, körperlich stärker werden. Nuri, du hast gut trainiert. Also irgendwie immer dasselbe, wie kennst ja, das ist der FM. Und neuer wird er nicht mehr. Julian Bennert. Gib im Training mal alles. Strauß, du hast gut trainiert. Jan Schlögel, du hast gut trainiert. Können wir den vielleicht auch ausleihen? Das wäre auch mal vielleicht was zu gucken, ne? Ja, wir übertreiben es ja nicht mal. Erstmal gucken. Milad, gib im Training alles. Milad, könnten wir eigentlich mal ausleihen, ne? Also den würde ich gerne mal... Weil ich will ihn auch nicht auf die Bank versauern lassen. Der ist eigentlich so ein starker Spieler bei uns gewesen, die Jahre über. Noch, achso, Vertrag läuft aus, also könnten wir ihn nicht verlängern, also ausleihen. McKay, der ist einfach 67, super Flankenwerte. Kurzer Pass nicht, ist auch nicht, ist schneller als, also Schnelligkeit ist er schneller als Milad, also man hat ein bisschen Vorteile. Es ist mehr die erfahrene Mannschaft, die wir jetzt geholt haben. 30er, 31, 32 und dann aber hier noch Meier 19, Tumala, Armin, Enigen mit 26, auch nicht der älteste, aber trotzdem Erfahrung im richtigen Fußballalter, sagt man ja, so wie Daniel Reck. 69, ne? Stark der Bursche. Also hat sich stark entwickelt, starker als entwickelt. Auch von den Fähigkeitspunkten, super Typ. Und ich würde mal sagen, Trainingslager und den anderen Zeug, ne, Freundschaftsspiele, das stellen wir dann in der nächsten Folge ein. Haut rein, bis dann. Ja, und bis gleich. Ciao.